Hallo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und stehe hier beim Händler auf der Rennebü. Und ich habe gerade gesehen, er fährt zuerst den Mineraldünger auffüllen, bevor er seine Arbeit anfängt. Ja, ist ja in Ordnung. Es ist ja besser vorher, als mitten in der Arbeit aufhören zu müssen, ne? So, dann werde ich mich mal da reinbegeben. Wir werden das mal verfolgen, wir fahren mal mit. Ich will sehen, wie er anfängt. Und vor allem aber auch weiterfährt. Oder aber er tankt gar nicht auf, würde ich mal sagen, so wie das hier aussieht. Nee, er tankt nicht auf, das funktioniert nicht. Warum? Hast du ein Problem, hier am Fahrrad vorbeizukommen? Könnte sein. Mit den Düngerstreuern und so weiter hat das gut funktioniert. Aber hiermit scheint das nicht so richtig zu funktionieren, wie es aussieht. Er will Dünger kaufen. Okay. Warum machst du das nicht? Er kann nicht. Würde ich mal sagen, er kann nicht vorbeifahren. Ich will mal gucken, wie sieht das hier aus? Nee, er wird nicht wirklich behindert hier von dem Fahrradständer. Oder doch? Nö, eigentlich nicht. Da muss ich gucken, dass ich den Punkt weiter vorsetze. Da müssen wir mal schauen, wie schaut das aus. Ja, gut, der Punkt muss weiter vor. Dann ist das klar, dass es nicht funktioniert für dich. Dann werde ich dafür sorgen, dass wir das machen. Ich stelle den mal hier her. Das hat doch ein ziemlich langes Geschlotter, die Maschine. So, dann muss ich das hier aber auch noch verschieben, wenn er da mal hin sollte. Müssen, wollen, tun, möchten, was weiß ich. Da schiebe ich mal die Punkte hier noch ein bisschen zusammen hier. Ich kann ja auch mal einen wegnehmen zwischendrin. So, machen wir das mal. Verbinden wir das mal. Und dann kann ich den hier auch noch ein bisschen weiter rüberziehen hier. Ich hoffe, dass die anderen dann trotzdem hier ihre Aufgabe nachkommen können, ne? So, wir werden es erleben. So, dann schnappe ich mir den jetzt nochmal und werde den nochmal ansetzen, dass er nochmal neu dahin fährt. Komm mal mit, mein Guter, komm. Das probieren wir jetzt mal aus. Ich setze dich auf die Straße. Ach, jetzt bin ich ausgestiegen. Wieso denn das? Bin aufs E gekommen. Ja, so ist das. So, ich wollte aufs D und nicht aufs E. So. Editor aus. Und jetzt wollen wir noch mal schauen, ob er es jetzt kann. Das werden wir mal beobachten. Ist auch alles ein bisschen eng hier. Vielleicht hätte ich es ein bisschen anders anordnen sollen oder an einem anderen Ort. Aber ja, ich dachte mir schon am Händler. Weil das macht Sinn, dass man die Einkaufsmöglichkeiten doch eher am Händler hinstellt, ne? Woanders dachte ich mir, also, ja, ich mag es nicht so gerne am Hof Einkaufsmöglichkeiten, aber na gut, manchmal ist es nicht anders. Es gibt Karten, wo es nicht anders geht. Jetzt macht das, na wunderbar. Was wollen wir mehr? Jetzt bin ich gespannt, ob er auch seiner Arbeit gleich nachgehen wird. Aber warum eigentlich auch nicht, ne? Saatgut brauchst du nicht auffüllen, da ist genug drinne. Jetzt fährt er zu 74. Jawohl. Da muss er nun bloß noch anfangen. Aber das wird er. Bin ich mal sicher. Ich mache das mal aus. Wir gucken zu. Ja, ja, jetzt musst du hier runter, genau. Richtig. So, und jetzt den Punkt suchen, wo du anfängst, ne? Oh, da unten ist auch noch eine Stelle, wo der Kalk noch da ist, wo der Steinsammler nicht so wirklich
rangekommen ist, vermutlich. Ich hoffe mal, da liegen keine Steine. Ach, und die Kante ist auch noch weiß da vorne. Ich denke mal, da werde ich mit dem Pinsel wo eingreifen. Aber nicht jetzt. Sonst bleibt der mir garantiert stehen hier. Das kennt man auch schon, ne? Wenn man irgendwas verändert, während so ein Kurs läuft, kann man davon ausgehen, dass der direkt aufhört zu arbeiten. Das hatte ich schon mehrfach. Aber das macht nichts, wir haben ja Zeit, das muss ja nicht jetzt sein. Ziemlich viel dort. Ich werde die Ecke verändern, ein bisschen entschärfen. Da muss ich natürlich den Kurs für Steine sammeln auch nochmal rausnehmen und verändern, aber ja. Vorläufig muss ich das ja nicht. Steine sind gesammelt, aber ich werde den Kurs auf jeden Fall rausnehmen aus der 74. Das mache ich dann schon mal. Das ist so eine ziemlich spitz zulaufende Ecke, wo wieder, naja, das kennt man schon. Die lassen sich schlecht verarbeiten von Cosplay. Da oben haben wir auch noch eine Stelle. Die Stellen werde ich mit dem Pinsel übermalen, genau die Stellen. Und dann sollte sich das einfach besser gestalten lassen, das Ganze. Er macht seinen Job, das funktioniert hier. Prima. Dann lassen wir ihn mal arbeiten. Was gibt es noch zu tun? Wir könnten mal gucken, ob wir Öl haben. Da gucke ich mal kurz in die Produktion rein. Das gibt nämlich Geld, wenn dem so ist. Die Mineralfutterfabrik, wie sieht es denn dort eigentlich aus? Kalk ist genug da? Ja, der wird ja auch verteilt. Zuckerrübenschnitzel gibt es bald wieder. Es sind noch ein paar wenige da, also die arbeitet zumindest. Gras. Ach ja, da sollte ich mal nachgucken nachher gleich, ob ich da überhaupt welches mähen kann. Das Palettenwerk hat genug Paletten, aber die Zuckerfabrik, die wartet ja auf die Zuckerrüben. Also ist da auch noch nichts mit vorwärts. Die Zuckerrübenschnitzel, die kommen dann halt bald. Für die Rübenschnitzelproduktion, da muss ich die auch haben. Für die Mineralfutterherstellung brauchen wir das dort. So, und hier, was fehlt denn hier? Mist ist wenig da. Flüssigdinger. Ach hier, ja. Da müssen wir erst wieder ernten, ganz klar. Wir brauchen hier Weizen, Gerste, Hafer. Das sind die Sachen. Das fehlt hier, damit die wieder loslegen können hier mit dem Getreide. Ne? Das ist das, was hier fehlt. Mist wird verteilt, das wird hier nicht auslaufen. Da ist der Taubenschlag dafür zuständig. Aber wir haben hier einiges auf Lager, wie ich sehe. Da mache ich mir jetzt erstmal gar keinen Kopf. Die nächste Ernte kommt bestimmt. Ich muss nachher mal ins Silo gucken, ob ich überhaupt auch noch Getreide habe. Oder ob ich das alles in die Mühle reingekippt habe. Das weiß ich auch jetzt gerade nicht auswendig. Wie sieht es denn hier aus? Ja, das läuft. Ja, wunderbar. Genügend Stoffe und die Kleidung. Na, die machen wohl viel von Hand. Das geht langsam, aber das ist mir egal. Hauptsache es läuft. So, Schweinefutter. Da fehlt auch bestimmt Zuckerrübenschnitzel oder was fehlt hier? Nee, hier fehlt, seht das, Hirse, ja, ja. Die muss ich unbedingt anbauen. Ich brauche Hirse. Für die Schweinis habe ich überhaupt, ja, Zuckerrübenschnitzel ist noch drin. Im Schweinefutter haben wir auch noch einiges drin. Also das ist, läuft auch erstmal. Im Fall des Falles kaufe ich hier vorübergehend etwas Hirse dazu. Da hole ich mir einen Anhänger vom Allesverkauf am Händler. Ist kein Problem. Könnte man eigentlich machen. Damit ein bisschen mehr hier drin ist. Mischration. Fast voll. Ja, klasse. Das ist gut. Alles andere ist noch vorhanden. Gut, gut. Die Windmühle. Die hat Weizen und die hat Gerste. Mhm. Und wir haben Mehl, das wird verteilt. Das läuft auch. Die Zuckerfabrik läuft natürlich noch nicht, ganz klar. Da fehlen ja noch die Zuckerrüben. Alles andere ist vorhanden. Biomüll wird hier verteilt. Aber ich glaube, das fällt an als Nebenprodukt. So, hier wird verteilt, das kriegt hier praktisch die Biogasanlage. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. So, und ich glaube, Öl ist in der alten Getreidemühle. Sorghumhirse haben wir hier drin, ja.
Es war nicht mehr allzu viel, aber mal gucken, haben wir denn Öl? Nee, wir haben gar kein Öl zur Zeit. Die warten also. Habe ich hier irgendwas nicht aktiviert? Moment mal. Sorghumhirse. Nee, das gibt. Ach, das gibt das Mehl. Sorghumhirse, Mehl. Einlagern habe ich da. Da gehen wir mal verteilen. Da gehen wir mal verteilen. So. Da kriegen diejenigen, die das brauchen, wenigstens davon was ab. Und die kann arbeiten. Ich meine, hier passt da noch einiges rein, ne? Aber trotzdem. Machen wir es lieber gleich, sonst wird es vergessen. Der Taubenschlag. Ja, der hat den Mist hier drinne. Ist voll mit Stroh, also da brauche ich mir auch keinen Kopf zu machen. Das funktioniert. Okay, dann ist das so, wie es ist. Die Bäckerei. Mehl hat sie. Weizen hat sie auch. Man weiß, was sie damit anstellt. Die wird ja wohl kein Mehl herstellen. Oder? Doch, aber das ist ein bisschen eigenartig. Hier stelle ich das Mehl auf Verkaufen. So, die kriegen ja Mehl noch von den anderen Herstellern, von der Mühle. Brot wird verkauft auch. Kuchen. Da haben wir noch gar keinen. Okay, da müssen wir mal schauen, was fehlt denn da eigentlich? Da war irgend. Ach ja, der Zucker ist klar. Milch ist schon da, Eier sind da. Auf der Rennebü hat der Bäcker keine Eier genommen, fällt mir gerade ein. Da musste ich doch ganz schön staunen. Ein Bäcker, der keine Eier nimmt, wo gibt's denn sowas? Ich werde mal die Eier, die ich da habe, bei den Hühnern hierher bringen. Butter kriegt's von der Molkerei. Das ist gut. Das sind da. Die Erdbeeren kommen vom Gewächshaus. Also hier müssen wir den Zucker abliefern, wenn die Zuckerfabrik läuft. Ansonsten fehlt hier nichts. Okay. Fehlt nur Zucker. Gut. Es wird langsam. Es wird langsam. So, da werde ich jetzt erstmal den Traktor hier anschmeißen. Wir sitzen genau richtig in dem. Na komm, fahr los. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh ja, wir haben noch Zeit. Da holen wir uns mal den Anhänger dafür, den wir jetzt brauchen. Da muss ich aber rüber auf die andere Seite vom Hof. An meinem Wohnhaus. Da steht der Anhänger untergebracht, hoffe ich. Ich fahre aber lieber mal hier etwas langsamer vorbei, um zu schauen. Sicher ist das nie. Ah ne, hier steht auch noch ein kleiner. Ah, hier ist er. Ich habe aber noch. Ja, ich muss gucken. Ich nehme den hier mal mit. Ich nehme den mal mit. Das ist, glaube ich, schon der. Der steht jetzt eigentlich hier gar nicht richtig. Naja, dann ist das so. So, da wollen wir mal die Hühnereier abholen. Die Palette ist ja noch nicht voll, aber ich will die mal wegholen dort. Das dauert ja noch eine ganze Weile, aber der Bäcker kann die Eier ja gebrauchen. Also, dann wollen wir sie ihm mal zuschustern. So, halt, bleib stehen. Ich werde mal vorsichtshalber gucken. Oh, klar, das ist aus. Das ist gut. Der nimmt ja nur also angebrochene Paletten nimmt er ja nicht. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich das auch mit dem Avatar hier hinkriege, mit dem Anfassen. Ich brauche allerdings den starken Bauern. Machen wir das mal an. So, ich will mal gucken, ob das geht. Ja, es geht. Okay. So, Gurte dran. Na, ob das hilft. Und dann über die Eier, ich weiß ja nicht. Aber ja, es ist wie es ist. Wir müssen es ja irgendwie festmachen, sonst verlieren wir ja die Eier, ne? So, ich werde mal hier hinten umdrehen. Ich fahre jetzt nicht die ganze Tour durch den Tierhof durch. Ich will jetzt hier mal eben umdrehen, ne? So.
Die allerersten Eier hatte ich auf dem Marktstand verkauft. Ich will mal gucken, ob der Bäcker die... Da passt ja sehr viel rein in das kleine Gebäude da, ne? Die wird der alle nehmen, garantiert. Die nächsten werden dann halt wieder verkauft. Dann hat der Bäcker erstmal genügend Eier. So, das ist hier die Kartoffelproduktion. Und hier müssen wir die Eier abliefern. Ein kleiner Hofbäcker. Ja, es funktioniert. Prima. Eben festhalten. Das habe ich nämlich bisher immer verpasst. Dabei ist das doch ganz interessant, das mal zu sehen. So. Okay. Jawohl. Die Eier sind abgeliefert. Da werde ich den kleinen Anhänger jetzt an den Ort stellen, wo er hingehört. Ich glaube nicht, dass ich zwei von der Sorte habe. Der PKW ist hier, genau. Und da hatte ich doch den Anhänger daneben stehen. Ursprünglich. Nee, da habe ich den ganz kleinen. Ach ja, stimmt. Ich habe den ganz kleinen ja extra angeschafft für diese kleinen Sachen. Okay, das war mir nicht mehr gegenwärtig. Da müssen wir den schon dahin bringen, wo er jetzt war. Da kommen dann andere Sachen drauf, die befördert werden müssen, wo es ein bisschen mehr ist, mengenmäßig und so. Ja, so ist das, wenn man mehrere Karten spielt. Man hat nicht immer alles im Blick. Das ist tatsächlich so, das ist schon interessant. Multitasking im Hirn, hä? Haben wir nicht. Nö, haben wir nicht. Müssen wir aber nicht haben, wir können ja nachgucken. Das ist ja wie bei den Doktoren. Die haben auch nicht alles im Kopf. Mein Hausarzt in Velbert hat mal zu mir gesagt, alles kann man sich nicht wirklich merken. Es verändert sich ja auch immer wieder viel. Man muss nur wissen, wo es geschrieben steht. Und da hat er so recht gehabt. So, jetzt werde ich das erstmal abmachen. Okay. Abgekoppelt. Jetzt wird der Traktor wieder verräumt. Wie spät haben wir es? Nicht die Uhrzeit verpassen. Viel Zeit ist nicht mehr. Da fahren wir mal eben gucken, wie weit die Wiese ist. So viel Zeit ist noch. So, halt mal an. Mal eben schauen, wie weit ist das hier? Ah, ich muss die Anzeige an. Ach, war ja an. Oh, eine Buchs. Eine Stufe fehlt noch. Na gut, dann ist das noch nicht so weit. Dann sind die genauso weit wie die Rüben. Da können wir auch mal eben kurz nachschauen. Das zeige ich euch mal eben gerade auf der Karte. Denn die sind tatsächlich bald so weit. Ich gehe mal hierher. Besuchen. So, wir sind im Rübenfeld. Eine Wachstumsstufe fehlt noch, wie ihr seht. 100% gedüngt. Ja, okay, okay. Da wissen wir Bescheid. So, ich will jetzt wieder da rein in den kleinen... Oh, du machst deinen Job hier? Prima. Das klappt. Da kommt dann Hirse drauf. Jawohl. Aber die können wir jetzt noch nicht aussehen. Da muss ich dann warten. Der kommt auch gut voran hier mit dem Hafer. Das freut mich. Und die Sonnenblumen sollten aber auch bald mal reif sein, ne? Da gucke ich jetzt auch mal schnell nach, wenn wir schon gerade vor Ort sind. Ah, die sind schön. Uiuiui. Nur noch einen Moment, wie es aussieht. Also wenn wir einmal geschlafen haben zum Beispiel, also wenn der Hafer fertig ausgesät ist, mache ich das. Dann sind die Sonnenblumen soweit und dann kann ich auch die Rüben ernten. Dann haben wir wieder ordentlich zu tun. Und das dauert ja hier nicht mehr lange mit dem Aussäen. Das Feld ist fast fertig. Gut, jetzt wollen wir aber zu dem Kleinen, denn der muss ja untergestellt werden. Wo ist er? Da. Komm mal mit, mein Kleiner. Komm. Du musst wieder auf deinen Parkplatz. Ja, das ist ein schöner.
Das ist mein Sonntagsausfahrttraktor. Der ist einfach klasse. Sieht super schön aus. Gefällt mir halt einfach. Ein schönes Teil. Jawohl. Und blitzeblank. So richtig vorbereitet für einen Sonntagsausflug, ne? Wir fahren mal eben hier rüber. Muss immer schön gepflegt bleiben. Alles in Ordnung sein. Jawohl. So ein ganz klein bisschen war was. Aber nicht der Rede wert. Jetzt werden wir den schön verräumen. Damit alles seine Ordnung hat auf dem Hof. Denn nur dann findet man auf Anhieb, wenn man was sucht, dasjenige wieder. So. Und rückwärts da rein. Gut. Ausschalten und die Zeit ist tatsächlich um. Gut, dann haben wir das soweit und es ist ordentlich. Alles balletti, alles läuft. Meine lieben Zuschauer, das wäre es dann für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Ein Abonnement ist auch etwas, was mich immer wieder sehr, sehr freut. Und ist ja hier bei YouTube kostenlos. Ich freue mich auch schon auf eure Kommentare. In dem Sinne sage ich jetzt erstmal Tschüssi für heute. Macht's gut, passt gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.